Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich schaue so durch YouTube und dann sehe ich, dass Pookie wieder ein paar Videos macht. Okay, cool. Dann sehe ich, dass er da einen Miller-Tick hat oder entwickelt hat. Dann denke ich mir, Alter, das geht nicht. Ich habe noch keinen gemacht und der Kerl hat ein Pokémon, das ich nicht habe. Deswegen heute das Video, wo ich auch endlich Miller-Tick entwickle. Meins natürlich 100%. Obwohl das nicht so natürlich ist, weil bei Gen 3 habe ich echt nicht so viele gesammelt. Ich dachte, ja, Map wird schon noch da sein und dann irgendwann im Sommer, wenn ich mehr Zeit habe, werde ich die ganzen Sachen holen. Aber nein, die Map ist tot. Genaues Video zu der Map und warum sie tot ist und ob sie tot ist, demnächst. Aber den habe ich zum Glück noch auf 100 bekommen. Können wir uns gleich mal anschauen. So, leider nur 75 WP. Erstmal Shoutout an Pookie. Man kann sagen, was man will über seine Videos. Aber 20 Kilometer ist er gegangen, was echt viel ist. Aber okay, IV-Check. Bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. Alles klar. Und entwickeln. Ich bin sogar 40 Kilometer mit ihm gegangen, weil ich nicht genug Bonbons hatte. Aber jetzt, durch das Earth Day Event, ist Barschau auch überall am Start. Da habe ich fleißig Bonbons gesammelt, immer gelbe Berge, damit ich den irgendwann mal auf Max pushen kann. Aber jetzt entwickeln wir den erstmal. Also man muss den nicht als Buddy drin haben, um den zu entwickeln. Man muss einfach nur laufen. Und dann zeige ich euch noch einen anderen. Dann seht ihr, dass man den nicht entwickeln kann, sondern echt nur den, mit dem man gelaufen ist. Also ihr könnt nicht einfach 20 Kilometer laufen und dann irgendein Barschau entwickeln, sondern ihr müsst genau den entwickeln, mit dem ihr gelaufen seid. Und wie ihr seht, der muss nicht dann, wie bei Evoli, da gibt es ja den Trick mit dem Laufen und dann entwickeln am Tag, kommt Sianna, entwickeln in der Nacht, kommt Nachttager. Und wenn ihr mit dem gelaufen seid, mit Evoli, dann muss der als Buddy drin bleiben, sonst funktioniert der Trick nicht. So, hier ist mein anderes. Eigentlich keine Ahnung. Aber den kann ich zum Beispiel nicht entwickeln. Da steht 0 von 20 und das ist individuell, bei jedem steht das. Aber schauen wir uns erstmal mein Miller-Tick jetzt an. Ich habe gesehen, der hat verrückte Attacken bekommen. Irgendwas Blizzard. Dragontail Blizzard. Guter Drachenkonter. Ganz ehrlich, als Wasserangreifer braucht man den eh nicht. Da gibt es Kyogre und Gyarados. Und so kann ich ihn als Drachenkonter benutzen. Auch wenn er. Obwohl, ja. Ja, klar. Wieso nicht? Lass mal so lassen. Ganz knapp über der Hälfte, also ziemlich low. Da muss ich noch ein paar Bonbons sammeln. 143 reichen nie. Aber das war's eigentlich auch schon. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ 13 Minuten und 35 Sekunden aus einem Entwicklungsvideo rausgeschlagen hat. So, endlich entwickelt. Das war übrigens auch mein letzter Höhenregion-Eintrag, der mir gefehlt hat. Jetzt fehlen mir nur noch die regionalen. Das konnte ich echt nicht so auf mir sitzen lassen, dass Pookie ein Pokémon hat, das ich nicht habe. Abgesehen von irgendwelchen regionalen. Ansonsten habe ich noch eine kleine witzige Story. Und zwar habe ich mir das Video ein bisschen angeschaut, habe durchgeskippt. Und am Ende hat er so Werbung gemacht für so ein Kokosriegel. Und ungelogen, der sah echt saftig aus. Dachte ich mir, klicke ich mal auf den Riegel. Vielleicht schicken die mir auch was. Ein paar Riegel umsonst. Wollte ich mal abchecken. Und dann sehe ich was echt Witziges. Und zwar hier. Mehr erfahren. Einer der Gründer dieser Seite. Der Firma, was auch immer das ist. Irgendwas mit Lebensmittel. Ist Pigan. Ein Kollege, ein alter Kollege. Wir waren früher zusammen in einem Yu-Gi-Oh! Team. Complexity Card Gaming. War mal das beste Yu-Gi-Oh! Team der Welt. Da waren wir beide drin. Schauen wir mal kurz rein. Hallo, ich bin Piran und zusammen mit Costa, Geschäftsführer von Goro. Oh! Ich will euch zeigen, was unsere Produkte so besonders macht. Piran, ja. Geschäftsführer von dieser Seite. Echt krasser Zufall. Vielleicht schreibe ich ihn mal an, dass er ein paar von diesen saftigen Kokoschnitten rüberschieben soll. Aber, das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Miller-Tick schon habt. Wenn ja, wie gut ist es? Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business. Und die Welt ist echt klein.